Supta Konasana ist der liegende Winkel. Kona heißt Winkel, Supta heißt liegend. Anu zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier hebe beide Beine hoch und fasse dann mit den Händen an die Füße. Und dann grätsche die Beine auseinander. Supta Konasana wird auch genannt die liegende Grätsche. Supta Konasana gehört zu den Vorwärtsbeugen und sie gehört zu den Hüftöffnern und zu den Grätstellungen. Sie hilft, die Adduktoren an der Innenseite der Oberschenkel zu dehnen und ist auch gut für die Flexibilität der Hüftgelenke. Supta Konasana ist auch eine gute Vorübung für alle Grätschhaltungen, auch für den Seitspagat. Der Vorteil von Supta Konasana ist, dass die Schwerkraft dir hilft. Es entsteht kein Druck durch die Schwerkraft, sondern im Gegenteil, einfach mit der Schwerkraft kannst du die Füße immer weiter nach unten bringen. Eine Vorstellung, die helfen kann, ist auch, dass du dir vorstellst, dass du die Fersen nach außen drückst, als ob du gegen die Hand von jemandem drückst, der die Hand eben auf deinen Fersen hat. Dann kannst du nämlich schrittweise weiter nach unten kommen. Und natürlich ein freundlicher Yogalehrerin oder eine freundliche Co-Übende kann sanft helfen, weiter auseinanderzudrücken, wobei man aufpassen muss, dass der Druck sanft ist und dass er nicht zu einer Zerrung im Hüftgelenk führt. Supta Konasana hilft auch, die unteren Chakren zu öffnen, verhindert Spannungen im Beckenbodenbereich und ist damit auch gut für Muladhara und Svadhisthana Chakra.